Hallo Leute, ja, willkommen zu einem weiteren Video. Ja, heute haben wir es mal hochkant hier. Denn ich spiele ein Spiel oder eine zu folgende App zu einem Spiel Star Wars Battlefront. Das ist jetzt hier Star Wars Battlefront Companion, also die App dazu. Da ist jetzt zwar ein anderes Konto, womit ich, sieht man ja da, auf der Xbox spiele. Auf meinem Konto bei mir, also ich habe zwei Kontos gemacht. Ein Konto, womit ich hier spiele und eins, was ich normal auf der Xbox spiele. Auf der Xbox, da bin ich schon bei Rang 50, 52, 53 so. Hier habe ich halt gerade angefangen. Ich spiele auf dem Konto auch nicht so viel. Ja, ich wollte einfach mal einem die App zeigen. Ja, gut. Fangen wir an. Hier sieht man einfach alles nur, was man Zuordnung auf dem Hauptspiel hat. Also hier kann man auch Sachen kaufen, hier kann man auch hier Base Command. Das ist die Hauptsache, die man auf dieser App machen kann. Da kann man sich zusätzliche EP oder Geld kaufen, erarbeiten. Ja, auf der Startseite, da sieht man immer neue Sachen, neue tägliche Herausforderungen, Belagerungen vom Spiel, das neue Bespin und alles. Ja, und ich sag einfach jetzt mal, jetzt mache ich mal das Base Command, um es mal so zu zeigen. Ausgangsstapel? Ah. Jetzt dreht sich das ja. Yay. Ich höre das, wenn ich meinen Ton anmache. Aber nee, da kommt kein Ton. Ich mache es ja einfach mal ein bisschen Ton. Ja, ein bisschen viel. Ne? Aber egal. Spätrupp. Das Imperium hat unsere Basis entdeckt. Es entsendet einen schnelleren Spätrupp, um die Lage zu son so was? Sondieren. Okay. Der erste Kontakt. Echt jetzt. Dürfte kein Problem sein. Wenn das auch der erste Kontakt wäre. Naja. Hier unten bei den feindlichen Einheiten, da sieht man, welche Einheiten kommen. Die Einheiten haben immer eine bestimmte Anzahl an Leben. Das zeige ich auch gleich nochmal. Man kann immer für jeden besiegten Gegner bekommt man Sterne oder erzählt es dazu. Dann bekommt man entweder ein, zwei oder drei Sterne am Schluss und je nachdem bekommt man dann mehr Geld. Wenn sich dann mal lädt, das sieht man so. Ganz winzig sieht man es da unten. 87, 88. Der lädt die Kampage oder wie das heißt, ganz langsam auf. 91, 92. Na, 93, komm schon. 93, yay. 95. 96. Mann, das ist anstrengend, ey. Früher ist das lang, öfters, ja, was rede ich da überhaupt? Früher ist das schneller gegangen, also, ja. Keine Ahnung, ich sitze im Wohnzimmer. Also, die App ist ja hauptsächlich fürs Handy gedacht. Oder fürs Tablet, na, wie man will. Muss einfach nur ein Touchpad sein. Nee, muss es nicht. Aber es wäre angebracht. Yay, Belagerung spielen. Gut, wenn man jetzt was im Hintergrund gehört hat. Sehr gut. Ja, hat man hier am. Triffe zwei Einheiten in einem Kampf aufeinander, greifen sie abwechselnd an. Verliert eine Einheit ihre gesamte Gesundheit, stirbt sie. Das wusste ich alles schon. Weg damit! Weg damit! Weg damit! Noch was? Also. Rechts sieht man die Fahrzeuge und Waffen, die man gegen die vier Fahrzeuge hier, die man jetzt sieht, anwenden kann. Und hier drüben links sind dann noch die Karten, zum Beispiel die hier. Damit kann man die eine von den anderen, ich mache jetzt einfach mal den hier, dann kann man die nämlich verbessern damit. Ja, die haben dann verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sachen. Der hier hat zum Beispiel eine spezielle Angriffskraft. Das setze ich jetzt einfach mal auf den Spieler da. Bam, bam, bam. So, der hat jetzt gewonnen und kriegt einen Rang mehr.
Gut, dann setzen wir den nochmal auf einen an. Den Snowspeeder. Das Ziel des Spiels ist, seine Basis zu beschützen, die sich in der Mitte dieses Feldes befindet, wo, also, das meiste ist der Energiegenerator. Mit der kleinen Knarre hier. Die lädt sich nach jeder Runde wieder neu auf. Ja, das ist. Eigentlich ganz. Keine Ahnung, wofür das Spiel gut ist. Irgendwie ist es lollig. Ja, Runde beendet. Oh, jetzt rücken nämlich alle vor. Jetzt bin ich schon so gut wie am Arsch. Naja. Wie man sich vorstellt. So, Bams. Bam. Bam. It's perfect. Was ist das? Oh, das ist gut, die Idee. Die Karte ermöglicht, der Nächste, der die Basis betreten will, wird, getötet, so. Eine Sache ist natürlich blöd, ich weiß nicht, wie ich auf der Xbox Videos machen soll, in Battlefield. Vielleicht mache ich es provisorisch mit, wie soll ich das sagen, da ist das rein, passt rein. Na, wie heißt es denn hier Oh, ich hab's vergessen. Ah ja, vielleicht, ob ich es mit dem Handy aufnehme. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Wahrscheinlich, um den Ton aufzunehmen, bräuchte ich bei der Xbox eine Kinect. Und die habe ich leider nicht. Da muss ich gucken, ob ich das irgendwie anders hinkriege. Ja, da hinten oben kommt ein T-Fighter. Yay, Zerstörung. Nee, schlecht. Schlecht. Man kann immer zwei Karten ablegen. Also die tue ich auch mal weg. Puff. Ah, das ist doch schon viel besser. Dann besiegen wir erstmal den T-Fighter. Yes, Alter. Warte mal. Dann jagen wir mal den auf den da. Ich weiß, was das bringt. Übrige Gegner 6. Ja, gut. Den töten wir auch. Perfekt. Hey. Was habe ich hier erhalten? Einen Stern? Wow, gut. Yes, Alter. Ich benutze kaum die Karten raus. Sie versuchen einzudringen. Das werden sie aber nicht schaffen. Na gut. Was ist das hier? Unterstützungsfeuer wirft eine Einheit einen Schritt zurück. Ah. Ja, auf den da oben. Ja, so. Kann ich das irgendwie ausstatten? Und das hier? Ziehe alle Einheitenkarten neu. Geil. Ist ja geil. Das sind ja die Einheitenkarten. Ja, gut. Los, Boss. Drauf da. Und ich meine, oben, ich habe jetzt 2846 Punkte, oder? Wie? Was denn jetzt? Werbung. Kommt von oben. Bleibt die da oben oder geht ihr weg? Ich hab ein bisschen der A. So, jetzt geh weg. Danke. So, dann lassen wir den mal auf ihn draufsteigen. Der wird immer leben. Und zwei. Hehe. Ja, geil. Dann schicken wir den noch. Der da drauf. Tot. Gut, dann ziehe ich mal alle Einheitenkarten neu. Lass mal. So, die Karte. Oh.
Scheiße. Jetzt habe ich das verkackt. Ach so, Mist. Hätte die Runde beenden sollen. Junge, hast du das jetzt? Oh Gott, der Tiefer, der muss ich schon fertig machen. Ja, das ist schon kommen. Au. Wusste ich doch. Naja, zumindest wurde er nicht gegrillt. Was ist das? Innerer Bereich fügt allen Einheiten 2 Schadenspunkte zu. Ja, cool. Was, eine neue Hoffnung? Verhindere, dass der feindliche Commander in der nächsten Runde. Brauche ich aber nicht. Es gibt ja nur noch 2 Gegner. Kriegsveteran. 2 Angriffe zu. Gut. Den können wir gleich rausschmeißen, den brauchen wir nicht. Den können wir auch gleich wieder rausschmeißen. Zerstör ihn, zerstör ihn, zerstör ihn. That was great. Boah, gleich ist das Ding sowas von fällig. Du kommst da nicht rein, Kumpel. Als Rebellensoldat besiegt Spiderwald, ist er da. Juhu, juhu. Gut. Ja. Und jetzt? Da kriegt man doch echt viel Punkte. Boah. Wow. Jetzt geht's wieder hochkant. Yes, jetzt geht wieder hochkant. Ja, würde ich mal sagen, das war auch mal wieder diese Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja.